So, den haben wir erstmal. So, den haben wir. Down. Okay, die gleiche Szene natürlich wie bei der anderen Leute. Na komm schon. Ja. Nein, der hat abgeblockt. Okay, der hat abgeblockt. Aber scheiß was drauf, wir haben kalt gemacht. Scheißen wir drauf mal einfach, dass die OT nicht geklappt hat. Oh, schon wieder eine Verbindung. Oh, 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 das wird sehr knapp. Ach, die war auch mal ein Mensch. Die war wie C18 und C17 mal ein Mensch. Okay. Wusste ich jetzt noch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, jetzt haben wir da oben Gohan. Dann würde ich sagen, machen wir den direkten Weg hier hin. Ne? Mal diese beiden ausnocken. Ich verstehe auch nicht, warum wir keine anderen Leute kriegen. Das ist doch voll kacke. Hier sind ein oder zwei Charaktere, ne? Oder einen dazu vielleicht. Das ist auch nicht C21 allgemein mit Kämpfer. Ich habe auch letztes Mal auch so einen komischen Kampf gesehen, ja, da haben auch zwei Leute gespielt, nämlich Fighter Z, ja. Das war so heftig. Nein, so ist es nicht laufen. Na? Treffen sie? Ja. Das war's für Zongorn. Nee, das war so heftig, der Kampf. Die haben sich bestimmt, weiß ich nicht, also gefühlte 3-4 Minuten bekämpft, ja. Ohne, dass irgendeiner einen Schaden gekriegt hat, ja. Und die waren kurz vorm Sterben. Also ein Schlag oder zwei Schläge, die Gesessenen, wären sie down gewesen. Aber die haben immer so krass geblockt, ja. Und jeder Schlag ging halt in den Block rein. Das war schon so unmenschlich, wie man so das Game verinnerlichen kann. Aber das gleiche ist ja auch bei den ganzen Street Fighter Sachen und Tekken Sachen und sowas alles. Ja. Das gibt Leute. Nicht ich unbedingt, aber es gibt wirklich Leute. Die kennen die Kombos auswendig, die machen eine Kombo nach der anderen. Ja. Die würden sich gar nicht mit so einer kleinen hier, mit so einer kleinen Kombos vergnügen, ja? Die würden.
Die würden gar nicht da auf die Idee kommen, solche kleinen Kombos zu bauen, sondern die würden richtig reinkloppen. Nein, wieder ausgewichen. Nein, es trifft wieder nicht. So, den haben wir. Es fehlt bloß noch Piccolo. Der hat den langen Arm gemacht. Na super. Seht ihr das? Er macht den langen Arm. Ist heftig. Da, ihr macht immer den langen Arm, um meine Deckung um meine Deckung wegzukriegen. Na, trifft er? Kommt er am Boden? Ja, er hat gesessen. Sehr gut. Er hat immer den langen Arm gemacht, um meinen Block halt zu durchbrechen. Eigentlich eine richtig krasse Idee gewesen, eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen. So, wir sind Stufe 29 jetzt. Ja, C16 hat ein bisschen Damage, aber wir sind eigentlich sehr gut durchgekommen. So, dann machen wir gleich den Endkampf Piccolo und Son Gohan Stufe 30. Bin gespannt. Mal sehen. Simba. Ja, wir haben uns nämlich jetzt einen Hund geholt. Der heißt Simba. Und ja, der hat eben. Alter, er blockt alles. Das wird nicht reichen. Aber die kleinen Energieschüsse reichen. So, jetzt müssen wir hier natürlich. Nein, ich wollte. Nein! Ja, komm schon. Komm schon, gib's mir. Nein! Er macht halt immer. Ach, komm schon. Ah, okay, ein Schlag hat's gereicht. Fällt da um wie ein Sack Kartoffeln. So. Ja, war jetzt gerade nicht die Glanzleistung. Aber schon wieder C21. Das wird natürlich jetzt langweilig beim dritten, vierten Mal. Leute, da hättet ihr euch wirklich mal was anderes ausdenken können. Ja, vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Ja.
So, wir sind immer noch Kapitel 5. Karte 10 aber diesmal. Aber wir können schon wieder keinen retten oder sonst dergleichen, ne? So, wir müssen... Okay, wir müssen hier runter gehen und dann da hoch zu Freezer. Dann kümmern wir uns erstmal um Ginyu und Nappa. So, mal sehen. Ach komm schon, ey. Oh. So, Ringhauen. Was hat denn C16 noch so für Attacken? Ja, komm schon, Digga. Ich mach gleich mal hier richtig ernst. Ja, trifft es? Oh, geil. Es hat getroffen. So, das war's. Ja, nicht ganz Full Life, aber es geht. C18 ist halt noch ein bisschen, ne? So, jetzt sind sie wieder stärker geworden, Stufe 32. Ach man, okay. Jetzt müssen wir gegen die Stufe 30. Ach, komm schon. Okay, wir hat uns diese Scheißattacke nicht getroffen. Ach, komm schon. So, und schauen wir mal. Ach, die hat auch eine Barriere und sowas. Also, es gibt noch andere Moves, die wir können, ne? Boah, aber die müssen natürlich auch sitzen, ne? Ach, komm schon. Och, Alter. So, den haben wir erstmal auf. Reingehauen im Haus. So, jetzt ist natürlich noch... Muss doch auch noch ein paar andere Moves haben, das kann doch gar nicht sein. Fliegende Powerbombe, ja, immer Powerbomben, aber er hat halt nur... Er hat nur die Kacke... Wo er halt nah dran ist, ne? Und er blockiert halt immer... So, so müssen wir den dann kriegen, dann klappt das eigentlich auch, aber... Wie gesagt, das klappt halt nicht immer.
So, den haben wir. Piccolo ist auch am Start. Aber, ja, wie gesagt, Fülle Leben. Nur noch und, ja, mal sehen. Ah, okay. Drei Viertel voll. Müssen wir sehen, was uns das bringt beim Kampf jetzt. Ob wir es schaffen oder nicht. Wir sind Stufe 32. Mal schauen. Wenn wir es clever anstellen und ordentlich Damage machen, dann können wir es wieder schaffen. Wir haben halt immer nur zwei Charaktere. Das nervt mich extrem. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte man wenigstens noch irgendeinen Cyborg. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Och, Mensch, Alter. Weil er immer blockt. Nein, es reicht natürlich nicht. So, Renion. Wir brauchen bloß noch einen, Leute. Und dann haben wir es doch noch geschafft. Ja, geil, die Ulti hat gesessen. Meine Fresse. Höllenblitz. Digga, hau rein, ja. Gönn dir ordentlich diese Scheiße hier. Jupp. Schön zerstört. 9600 Erfahrung. Stufe 30. Was will man mehr? Gegner besiegt. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder so eine Seelenverbindung. Nee, diesmal kommen wir da alles. Na, eigentlich. Ich dachte, jetzt kommt wieder so eine Seelenverbindung. Daibu 18号 no jisuryoku wo hikidaseru you ni natta janai ka. Sou da ne. Kanpeki to wa ienai kedo, daibu tatakai ni mo narete kita mitai da. Omae tachi no linkurisu wa kakujitsu ni joushou shite kiteiru you da na. Wer war das denn? Ah, Zell. ようやく見つけたぞ。セル。おお、全員揃っているとはな。お前たちもその女に操られているのか。操られている？何の話だ？私にも協力者がいてね。 彼らから情報をもらっていたんだ。そしてようやく分かったのさ。全てはそこにいる21号の差し金だと。ごめんなさい。多分私がやったんだと思います。何だって？全ては21号が今の状態になる前、衝動に支配されていた頃にしたことだ。 だがその頃の記憶を今の21号は持っていない。セルたちを蘇らせた目的も方法も分かりません。でも人工精神を作りリンクシステムを使った形跡は残っていました。そんなことって面白い冗談を言うな。これだけのことをして覚えていないとはどう。今の私は
そんなジョークに付き合う気分じゃなくてね。どうしても思い出せないというのなら、力ずくで思い出させてやろう。見るがいい。